Dieser rothaarige Lockenkopf ist einfach eine besondere Erscheinung. Die 15-jährige Anna Ermakova ist groß, schlank, hat diese besondere Haarfarbe und ist ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Und hier auf dem Raffaello Summer Day in Berlin können wir uns mit eigenen Augen davon überzeugen, dass die Bäckertochter das Medienbusiness schon voll drauf hat. Sie plaudert mit anderen Promis und posiert für die Fotografen, als hätte sie noch nie etwas anderes getan. Doch wen wundert's? Bereits im Alter von 8 Jahren wurde sie von ihrer geschäftstüchtigen Mutter Angela auf große Veranstaltungen wie den Wiener Opernball geschleppt. Wohl fühlte sie sich, so wirkte es zumindest, überhaupt nicht. Die Fotografen hatten kein leichtes Spiel, ihr Gesicht, das dem ihres Vaters so ähnlich sieht, festzuhalten. Sie scheute sich vor dem Blitzlicht. Die ganz normale Reaktion eines Kindes. Doch so scheu wie damals wirkt sie heute nicht mehr. Mittlerweile arbeitet sie als Model und war im Januar dieses Jahres bereits auf den Laufstegen der Fashion Week unterwegs. Beim Raffaello Summer Day sind Anna und ihre Mutter dann aber auch schnell wieder verschwunden. Doch der nächste Auftritt von Anna Ermakova kommt bestimmt und auch hier wird sie vermutlich wieder alle Blicke auf sich ziehen.